Was ist ein Krisengarten? Was ist der Unterschied zu einem normalen Selbstversorgergarten und was ist ein Krisengarten? Was ist das? Wir haben eine Antwort. Und zwar der Krisengarten, der Krisenselbstversorgergarten, Konzept, Planung und Umsetzung, unser neuestes Buch. Und wenn du wissen willst, was ein Krisengarten ist und ob das auch etwas für dich sein kann, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann, schön, dass du dabei bist. Was ist ein Krisengarten? Was ist der Unterschied zwischen einem Krisengarten und einem normalen Garten und einem Selbstversorgergarten? Was ist das Konzept, was ist da überhaupt die Idee dahinter? Denn es steckt ja das Wort Krise drin. Das klären wir in dem Video. Manuela Keiner, mit der ich ja schon sehr viele andere Selbstversorgerbücher gemacht habe, ist eine ausgesprochene Selbstversorgerin. Sie hat sehr viel Erfahrung schon seit vielen Jahren. Und wir haben uns vor 3 Jahren ungefähr, oder waren es 3,5 Jahre jetzt schon, haben wir gemeinsam eine Kindergruppe eine ganze Woche, eine Schulklasse Survival Training und Wildnis- und Naturtraining gemacht und haben uns über dieses Thema immer und immer wieder unterhalten. Das war der Startschuss. Und haben dann ein Konzept entwickelt. Sie aus der Praxis, aus der Gartenpraxis, die sie jeden Tag hat, ich aus der Vergangenheit, aus Krisengärten, die es wirklich gegeben hat, im Zweiten Weltkrieg, auch jetzt aktuell in Venezuela bei der Wirtschaftskrise, gibt es eigene Krisengärten und haben daraus, aus der Vergangenheit und aus der Gegenwart, nämlich aus der praktischen Gegenwart, wenn man es wirklich macht, so als Selbstversorger, ein Konzept zusammengebaut und das ist dieser Krisengarten. Wir haben auch einigen Leuten schon helfen können, einen eigenen Krisengarten aufzubauen und da haben wir diese Schulungsunterlage als PDF gehabt. Und, um einfach einmal zu zeigen, was ist das überhaupt, wie funktioniert Krisengarten denn? Eigentlich hat das 2 Phasen, weißt du? Hier hinter mir, da ist ein Hangbeet, dann habe ich mehrere Hochbeete, wir haben da drüben einiges aufgebaut und es ist viel Arbeit, so ein Garten. Und ich könnte nicht eine Vollversorgung als Selbstversorger könnte nicht machen. Das würde sie in meinen Alltag einfach, das geht einfach nicht. Wir können in der schönen Vegetationszeit das eine oder andere tun, das ist alles super, aber dass ich gemeinsam oder meine Frau und ich, also die Manuela, meine Manuela, nicht die Manuela Keiner übrigens, ja, gemeinsam als Selbstversorger auch, das geht sie nicht aus. Das geht sie einfach nicht aus von unseren Verpflichtungen. So. Aber wenn es um Krise geht und es gibt Krisen, wo ein Garten notwendig war, im Zweiten Weltkrieg oder auch jetzt aktuell in Venezuela, wo es zu Engpässen kommt, ja, da kann ich ja dann nicht einfach so hochfahren. Das geht ja nicht so einfach. Und daher haben wir ein Phasenmodell gemacht. Und zwar im ersten Schritt ist jetzt hier, also das ist alles beschrieben. Was ich hier jetzt im Schnelldurchlauf mache, ist alles beschrieben. Es gibt eigentlich 2 Phasen. Es gibt eine Phase 1, die gute Phase, und dann die Krisenphase. In der Phase 1, da komme ich gleich, ich mache es im Schnelldurchlauf, ist dann nicht so genau, aber ist okay. In der Phase 1 geht es nur darum, dass ich Pflanzen einbaue, die Fire and Forget sind. Das sind, ein Teil davon, ja, haben wir in unserer Selbstversorgerpflanzenbibel. Sind natürlich auch viele andere Pflanzen drin, aber da haben wir Fire and Forget Pflanzen gemacht. Das sind tatsächlich Pflanzen, die du anbauen kannst und vergessen, ernten und essen. Das ist das Versprechen von dem Buch, das wir schon mehrere tausend Mal jetzt an den Mann gebracht und an die Frau, eigentlich sind es das meiste Frauen, gebracht haben. Und mit tollen Ergebnissen. Ja. Die Leute schicken uns da Bilder, das finde ich total genial. Das heißt, es gibt Pflanzen, die man einbaut und fertig. Aber die haben ein ganz großes Problem, diese Pflanzen. Ja? Die bilden eine Erntelücke, den Knollen ziehst zum Beispiel, ja, als Beispiel, ja, oder Topinambur als Beispiel, das ist nur ein Beispiel. Die haben das ganze Jahr über hast nichts, außer in einem kurzen Zeitraum hast du energiereiche, kalorienreiche Pflanzen, nämlich die Wurzeln oder die Samen teilweise. Ne? Das ist super, aber dazwischen habe ich nichts. Und dann muss ich anfangen, wenn nämlich die Krise passiert, wenn der Crash passiert, in eine Vollbewirtschaftung, in eine Mischkultur, in eine Phase überzugehen. Und das ist eben diese ominöse Phase Nummer 2, der Schritt 2. Und meinen Garten komplett zu jeder Zeit Pflanzen anzubauen. Und die sind auch hier in unserem Selbstversorger-Pflanzenbuch dabei. Aber da haben wir eben gemacht, das hier, dieses Buch hier, das ich auch schon einmal vorgestellt habe, da haben wir die Pflanzen, die wir, wann musst du was anbauen? Also wenn ich jetzt sage, okay, wir haben jetzt März, ich mache dieses Video jetzt im März und ich sage, okay, ich möchte dann relativ bald einmal was ernten, nämlich zwischen 3 und
x Monaten, dann muss ich jetzt was tun. Oder wenn du sagst, okay, du willst auch im Winter etwas ernten, dann musst du im Oktober etwas tun, damit du dann nachher im Jänner zum Beispiel als Beispiel was ernten kannst. Das haben wir hier in diesem Aussaatkalender zusammengefasst. Ja? Also das, du merkst schon, das ist ein ganzes Konzept. Also wir haben schon ein bisschen nachgedacht beim Arbeiten. Ja? So. Aber das mache ich dann und nur dann, wenn es sein muss. Solange der Supermarkt offen hat, will ich mir die Arbeit, also ich zumindest, weiß nicht, wie es dir geht, ich will mir die Arbeit nicht antun. Das heißt nicht, dass wir nicht auch hier experimentieren und in kleinen Rahmen Spinat anbauen zum Beispiel. Ja? Das tun wir alles. Aber nicht in einer Dimension und nicht in einer Größe, die ich bräuchte, wenn es keinen Supermarkt gäbe. Weil dann tue ich den ganzen Tag nichts anderes. Und das ist der Punkt dabei. Ja? Sorry, ich hätte lautlos schalten sollen. Entschuldigung. Und das ist der Punkt dabei. Und dann, wenn es aber sein muss, gehe ich in die Phase 2 und dann tue ich das halt. Und da gibt es einen Schritt dazwischen, den man halt tun muss. Man muss Vorbereitungen treffen. Und das ist dann die Planungsphase, in der ich jetzt sage, wie soll denn mein Garten ausschauen? Welche Beete verwende ich? Welche Beetformen setze ich ein? Was habe ich überhaupt an Platzangebot? Wie ist mein Grundstück situiert? Wir haben Planungsbeispiele dabei von Kunden von uns, die, mit denen wir gemeinsam diese, also wir haben den Plan nicht gemacht, sondern wir sind der Ansicht, dass Hilfe zur Selbsthilfe der richtige Weg ist. Ja? Also sonst gehst du zu einem Gartenplaner. Ne? Du gehst zu einem Gartenplaner, der plant das durch, macht das alles und fertig und zahlst dafür. Das ist nicht unser Ansatz. Wir sagen, wir zeigen dir, wie es geht, damit du es selber machen kannst. Denn dann entstehen ganz andere Gedanken und ganz andere Möglichkeiten. Aber das ist eine andere Geschichte. So. Und planst das durch und sagst dir, okay, heute möchte ich eigentlich meinen Garten ganz normal nutzen. Ich würde da gerne draußen sitzen, ja, und würde die Sonne genießen und hätte gerne eine Wiese zum Federball spielen oder mit den Kindern herumlaufen und ich habe keine Ahnung was, ja, oder Hundeauslaufzone haben. Aber wenn der Supermarkt zu hat und ich ein Problem habe und es ein Problem in der Versorgung gibt, dann muss halt alles umgeackert werden. Ja? Und dann plane ich mir das ein und überlege mir jetzt, heute, wie mein Garten ausschauen wird, wenn der Fall der Fälle eintritt. Und wie das geht, beschreiben wir auch hier. Coole Sache. Ich habe da ein Bild vor mir, das für mich so ganz elementar war. Ich blende es nicht, jetzt nicht ein. Aber das ist eine Frau, die im Kensington Park in London, dieser Park, der einfach da ist zum Schönsein und zum Repräsentieren, im Jahr 1942 gemeinsam mit anderen den ganzen Park umgräbt, damit sie dort Gemüse anbauen konnten. Ja. Ich glaube sogar, ja, dass die Kartoffel angebaut haben. Das ist eine ganz wichtige Pflanze übrigens im Schritt 2, also in einer Krisenphase, denn die haben wirklich einiges drauf, aber auch darüber haben wir geschrieben. Ne? Aber die haben das umgegraben, umgebaut und wirklich fokussiert. Das heißt, das, was wir heute an schönen Grünflächen haben, zum schönen Fußballfeld zum Beispiel, umackern, Erdäpfel rein oder irgendwas anderes. Das ist im Schnelldurchlauf jetzt dann die nächste Phase. Und du musst halt auch die Gerätschaften haben. Du musst jetzt sagen, okay, was will ich haben? Ich will zum Beispiel Hochbeete haben, aus welchem Grund auch immer. Ja, ist jetzt egal, beschreiben wir auch da drinnen. Ich will jetzt Hochbeete haben, dann muss ich halt das vorbereiten. Oder ich brauche die und die Gartengeräte. Brauche ich. Und ich brauche die und die Pflanzen, weil die bei mir an dem Ort, wo ich lebe, ideal wachsen. Brauche das Saatgut dazu. Und das bauen wir, haben wir in einem Gesamtkonzept in diesem Buch hier zusammengefasst, ja? Damit man auch wirklich planen kann. Das ist eigentlich die Schulungsunterlage, die wir gedruckt haben. Und zu guter Letzt noch, und das gehört auch zum Krisengarten dazu, also grundsätzlich zum Garten, es gibt Phasen, da habe ich so viel Dinge zu essen, die ich gar nicht wegessen kann. Und dann muss ich haltbar machen. Das gehört auch dazu. Auch das haben wir, das ist alles billige Eigenwerbung hier natürlich, ganz klar. Auch das haben wir mal in einem Buch zusammengefasst. So von der Idee her. Einfach so, nur damit du weißt, von der Idee her. Und Selbstversorgen ist richtig Arbeit. Das möchte ich wirklich mal festhalten. Das ist nichts, was ich so im Vorbeigehen mache, sondern das ist wirklich Arbeit. Und wenn du glaubst, dass du in einem Versorgungsengpass, ja, einen eigenen Garten brauchst, damit du besser durchkommst, sozusagen durchkommst und dich nicht immer in die Schlange stellen musst und nicht auf die Bezugsscheine angewiesen bist, die es heute auch gibt, in Venezuela zum Beispiel. Und wenn du sagst, ach, kann in Österreich, in Deutschland, der Schweiz niemals, nie passieren, das haben unsere Vorfahren oder die Leute jetzt in Venezuela oder in Argentinien oder anderen Herrenländern auch immer geglaubt. Und kann das nicht passieren. Dann musst du jetzt etwas tun und jetzt ein Konzept haben und jetzt darüber nachdenken, wie man das umsetzt und nicht erst dann, wenn es spät ist.
Und das ist dieser Plan, den wir hier rausgeben. Anfangs wollten wir das Buch eigentlich nur den Menschen geben, die bei unseren Krisenplanungs-, also unsere Mentoring-Kunden sozusagen. Aber wir haben, weil es auch so viel Nachfrage danach gab und wir es eigentlich unfair finden, wie wir meinen, sehr gutes und schlüssiges Konzept, das sich ja auch in der Vergangenheit bewährt hat. Ja, das ist ja jetzt nicht nur unsere Idee überhaupt, sondern wir haben uns also abgeschaut aus der Vergangenheit und kombiniert mit dem Praxiswissen. Es wäre schade, wenn das nur eine Handvoll Auserwählte hätten. Und daher gehen wir es ganz einfach in den Markt rein. Jeder, der das haben will, kann das tun. Gib da unten den Link dazu. Kauf das ein. Und natürlich, wenn du magst, kauf gleich die gesamte Bibliothek, die dazu passt. Nämlich andere Pflanzen, Selbstversorgerpflanzen, auch die Fire- und Forget-Pflanzen, wie du sie haltbar machst, wie du eine Mischkultur in der Phase 2, also in der Krisenphase, wirklich umsetzt, was, wann, wie, wo angebaut werden muss. Und dann ein eigenes Buch nur zu Kartoffeln, weil die sind ganz entscheidend. Als ganzes Paket, wenn du magst. Kannst dazu wählen, wie du magst, schicken wir dir sehr gerne zu. Das war's jetzt. Das war's jetzt. Im Schnelldurchlauf. In dem Webinar habe ich, weiß ich nicht, 1,5 Stunden dafür gebraucht, um dieses Konzept zu erklären. Viel, viel intensiver. Aber das war ein anderer Fokus, ganz einfach. Hol dir das. Nutz die Chance. Nutz die Möglichkeit. Ich hoffe, dass wir das Zeug nie brauchen. Also don't be scared, be prepared. Sorge dich nicht, sondern sei vorbereitet. Das ist der einzige Weg. Und hoffentlich brauchen wir das Zeug sowieso nie. Dein Reini Ausmann. Bis bald und ciao.